Max Verstappen ist der haushohe Favorit beim Formel-1-Rennen in Monza. Ferrari stellt sich auf ein schweres Heimspiel ein und die Startaufstellung dürfte zur Knobelaufgabe werden. Das sind die Themen in Hauptsache Königsklasse. Hallo liebe Formel-1-Fans, ich bin's mal wieder, Andreas, euer rasender Formel-1-Reporter aus dem Fahrerlager in Monza. Ja, hier in Monza, da inhaliert man wirklich mit jedem Atemzug Tradition. Diese Rennstrecke, die hat es in sich. Zum 72. Mal gastiert hier die Formel 1 im Autodromo. Auf keiner anderen Rennstrecke dieser Welt war die Formel 1 bis jetzt häufiger zu Gast. In den letzten beiden Jahren, da gab es jeweils einen Überraschungssieger hier in Monza. 2020 war es Pierre Gasly im Alfa Tauri. Im letzten Jahr hat sich Daniel Ricciardo im McLaren die Krone aufgesetzt. In diesem Jahr sieht es eher nach dem üblichen Sieger, nach Max Verstappen aus. Und was hier so drumherum passiert, das erzähle ich euch jetzt alles. Dafür gehe ich aber weiter rein ins Fahrerlager. Fangen wir mit den Fahrern an und hier hagelt es gleich für 7 Piloten Startplatzstrafen in Monza. Für Lewis Hamilton, für Carlos Sainz, für Sergio Perez, für Valtteri Bottas, für das Haas-Duo Kevin Magnussen und Mick Schumacher und für Yuki Tsunoda. Ja, Mercedes hat die Katze bereits am Donnerstag früh aus dem Sack gelassen. Lewis Hamilton wird seinen 4. Motor der Saison ziehen müssen. In Brixworth, also in der Mercedes-Motorenschmiede, da wird noch am Sparmotor herumgedoktert. Der wurde durch den Zusammenprall mit Fernando Alonso beim Rennen in Spa-Francorchamps verwundet. Die Ingenieure sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie den Motor retten können. Die Zeit ist ihnen davongelaufen und deshalb muss Hamilton hier für Monza einen neuen Motor einbauen. Bei Valtteri Bottas im Alfa Romeo, da verhält es sich so, dass sein Motor auf der Zielgerade in Zandvoort kaputt gegangen ist, nach etwa 1900 Kilometern. Und deshalb muss er, beziehungsweise bekommt auch er einen frischen Motor. Max Verstappen, der hat seine Startplatzstrafe bereits in Belgien abgesessen. Für Teamkollege Sergio Perez wird es in Monza soweit sein. Dort wird er sein Kontingent, sein erlaubtes Kontingent an Motoren für diese Saison überschreiten. Deshalb muss auch Perez zurück in der Startaufstellung. Genau das gleiche Schicksal, das ereilt Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Sainz hat sein Kontingent für die Saison eigentlich bereits überschritten, aber es war schon vorab klar, dass er es mit seinen 4 Motoren nicht durch die Saison wird schaffen können. Er braucht ein 5. Aggregat wie der Teamkollege wie Charles Leclerc. Ferrari hat sich dazu entschlossen, das beim Heimspiel in Monza einzubauen. Bei Mick Schumacher gibt es einen neuen Motor und ein neues Getriebe. Bei Teamkollege Kevin Magnussen gibt es einen frischen Motor. Und bei Alpha Tauri-Pilot Yuki Tsunoda, der hat keinen frischen Motor hier im Heck, beziehungsweise wurde das noch nicht kundgetan. Bei Tsunoda liegt der Fall etwas anders. Er hat bereits in 15 Rennen 5 Verwarnungen von den Sportkommissaren eingesammelt. Bei 5 Verwarnungen gibt es eine Startplatzstrafe. Das bedeutet für Yuki Tsunoda, dass er um 10 Startplätze zurückfällt. Das Ganze wird also wieder ziemlich interessant werden nach der Qualifikation, wie die Startaufstellung zusammengewürfelt wird. Ja, laufen wir doch mal durchs Fahrerlager. Durch die vielen Startplatzstrafen sind die 3 Podestkandidaten eigentlich schon ausgemacht. Das sind natürlich Max Verstappen im Red Bull, der haushohe Favorit, Charles Leclerc, der Heimheld für Ferrari und George Russell im 2. Mercedes. Max Verstappen, der frohlockt regelrecht vor dem Rennen hier in Monza, weil er weiß, dass sein Red Bull praktisch wie Maßgeschneider für diese schnelle Rennstrecke ist. Verstappen, der hat hier noch nie gewonnen. Red Bull wartet in Monza seit 2013 auf einen weiteren Erfolg. Aber, und das sagt Max Verstappen, ist der große Unterschied im Vergleich zu früheren Jahren. Red Bull hat hier meistens in Monza nicht so gut ausgesehen, weil es an Topspeed und an Motorleistung gefehlt hat und weil man meistens neue Motoren eingeführt hat und dadurch Startplatzstrafen kassiert hat. In diesem Fall, in diesem Jahr, sagt Max Verstappen, ist der Fall anders gelagert. Red Bull besticht durch sein effizientes Auto. Der RB18 hat einen extrem hohen Topspeed. Er kommt extrem gut aus den Kurven, dominiert auf den Geraden eigentlich vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil in Monza. Deshalb dürfte es darauf hinauslaufen, wenn nicht unbedingt etwas schief geht, dass Max Verstappen hier seinen 11. Saisonsieg feiert.
Charles Leclerc im Ferrari, die einzig verbliebene Speerspitze, nachdem ja Carlos Sainz durch eine Motorenstrafe zurückgestuft werden wird. Leclerc hat gesagt, dass er für sich und sein Team ein eher schwieriges Wochenende erwartet, weil der Ferrari F175 im Gegensatz zum Red Bull jetzt für diese Rennstrecke nicht maßgeschneidert ist. Der Ferrari, der mag es mehr, auf Rennstrecken zu fahren, wo höherer Anpressdruck, am besten maximaler Anpressdruck, wie zuletzt in Zandvoort gefordert ist. Ferrari hat auch noch ein Problem sich eingeheimst in den letzten Wochen, und zwar, dass die Reifen überhitzen und dass das Auto nicht mehr so ganz so komfortabel in sein Arbeitsfenster zu bringen ist. Teamchef Mattia Binotto, der hat da so ein bisschen das Unterboden-Upgrade in Verdacht, das Ferrari so kurz vor der Sommerpause in Frankreich eingeführt hatte. Und dadurch hat sich das Arbeitsfenster des Ferraris wesentlich verkleinert. Es gibt Teams, zum Beispiel Mercedes, die sagen, vielleicht hat es jetzt nicht unbedingt mit dem Upgrade zu tun, sondern vielmehr mit der technischen Direktive, die die FIA in Spa-Francorchamps, also kurz nach der Sommerpause, eingeführt hat. Ferrari glaubt also nicht daran, dass man hier mit Red Bull wird mithalten können. Mercedes wiederum, die hoffen, dass man zumindest Ferrari, dass man zumindest die Roten wird schlagen können. Der Mercedes, das ist eines der Problemstellen in diesem Jahr gewesen, hat auch keinen hohen Topspeed. Das Auto ist nicht unbedingt effizient, aber es ist ein Reifenstreichler, und der Mercedes, der glänzt vor allem am Rennsonntag. Der Motor, der passt schon. Klar, Ferrari und Honda haben wahrscheinlich einen Tick mehr Punch. Nichtsdestotrotz hofft Mercedes durch einen leicht angepassten Heckflügel, wie es auch Red Bull beispielsweise macht, und durch einen veränderten Beamwing, dass man mit Ferrari wird mithalten können. Und George Russell, der will eben dann Charles Leclerc herausfordern. Und Lewis Hamilton, der will sich wie Sergio Perez und Carlos Sainz von hinten nach vorne aufmachen. Was muss man im Mittelfeld beachten? Da rechnen viele damit, dass Alpine das schnellste Paket wird haben. McLaren sieht sich da eher auf der schwächeren Seite. Monza kehrt eigentlich alle schlechten Seiten des Autos heraus. Es fehlt Traktion, es fehlt Topspeed, der Luftwiderstand, der ist zu hoch. Wer aus dem Mittelfeld noch glänzen könnte, außer Alpine, das sind Aston Martin und das sind Williams. Aston Martin war in diesem Jahr stark, zum Beispiel auf Rennstrecken wie in Baku, wo also wenig Luftwiderstand gefordert ist. Und Williams, das hat man in Spa-Francorchamps gesehen. Das Auto hat den wenigsten Abtrieb, dadurch aber auch wenig Luftwiderstand. Und mit diesen Attributen könnte Williams hier im Mittelfeld mitmischen. Die Rennstrecke in Monza, sie ist 5,793 Kilometer lang. Sie hat 4 lange Geraden, 2 DRS-Zonen, 3 Schikanen und eigentlich 3 mittelschnelle Kurven, und sie ist eine absolute Highspeedbahn. Die Fahrer, die stehen hier für rund 83-84% der Runde voll auf dem Stempel, also voll auf dem Gas. Das heißt, die Motorleistung, die ist gefragt. Wer in Monza zu wenig Power hat, der hinkt hinterher. Gleichzeitig, und das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Kriterium, auf den langen Geraden, da braucht es ein windschlüpfriges Auto, wenig Luftwiderstand, viel Effizienz von der Aerodynamik, um dann gleichzeitig auch in den wenigen Kurven möglichst viel Abtrieb zu erzeugen, um auch dort schnell durchzukommen. Bremsstabilität ist ein wichtiges Thema in Monza. Gleichzeitig auf der anderen Seite der Kurve natürlich die Traktion. Was noch wichtig ist zu erwähnen, jetzt gerade im Vergleich mit dem letzten Jahr, da wurden die Schikanen neu asphaltiert, aber nicht die komplette Breite, sondern George Russell, er hat es gerade in seiner Medienrunde angesprochen. George Russell sagt, es ist in etwa ein 4 Meter breites Asphaltband, das dort neu ist. Daneben in den Schikanen, da ja, ist noch der alte Asphalt, und er ist gespannt, wie sich das auswirken wird, ob eben der neue Asphalt deutlich mehr Grip bieten wird oder vielleicht sogar der alte. Das könnte interessant sein im Kampf um die Positionen. Wichtig zu wissen noch, in Monza werden sehr, sehr kleine Heckflügel gefahren, deshalb fällt der DRS-Effekt und der Windschatten-Effekt relativ gering aus. Die Boxengasse ist verhältnismäßig lang, und weil die Autos, wenn man nicht stoppt, eben mit voller Kanone über die Zielgerade fahren, verliert man bei einem Boxenstopp relativ viel Zeit. Deshalb ist Monza ein klassisches Einstopprennen. Wir müssen noch Fernando Alonso erwähnen. Der fährt hier seinen 350. Grand Prix. Er holt damit in der ewigen Bestenliste Kimi Räikkönen ein. Und Alonso, typisch wie er ist, er sagt selbst, 2012 war eines meiner besten Jahre. Das zweite Gute, das fahre ich in dieser Saison. Und im nächsten Jahr für Aston Martin, da will ich noch ein besseres oben drauflegen.
Und weil ich ja noch einen 2-Jahres-Vertrag habe, fahre ich mindestens 400 Rennen in der Formel 1. Ich würde mich natürlich über viele, viele Kommentare von euch freuen und wünsche euch ein wunderbares Wochenende.